Wenn wir uns die Zukunft der Kommunikation im Alltag Jugendlicher anschauen, das ist fast ein Allgemeinplatz, ist es eben so, dass wir heutzutage ein ganz anderes Medienportfolio haben, als das vor vielen Jahren noch der Fall war. Wir sind wahrscheinlich alle mit Zeitung, Radio und Fernsehen aufgewachsen. Bei den Jugendlichen sieht das heutzutage ganz anders aus. Wir haben Mobiltelefone, die eine Ubiquität sind. Wir haben Tablet-Devices. Jugendliche nutzen ganz natürlich Computer. Und es gibt ja eine Vielzahl von Social-Media-Anwendungen. Das bleibt und das wird auch nicht so einfach weggehen. Interessant vielleicht hier auch der Hinweis darauf, dass beispielsweise die Internetnutzung auch nicht mehr so über den Computer läuft, wie wir uns das vorstellen. Das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. 2012 war es eben so, dass Smartphones zu 50% für Internetnutzung genutzt wurden, 96% auf dem Computer. Inzwischen ist es so, dass häufiger das Internet von Jugendlichen über Smartphones genutzt wird und etwas weniger über Computer. Also da haben wir auch eine Veränderung, die uns eigentlich bedeutet, dass das Internet, der Zugang zu solchen Angeboten nicht nur eine Alltagsgeschichte ist, sondern tatsächlich in allen Situationen des Alltags auch da ist. Ich möchte ganz kurz auf Cyberbullying eingehen, da auch ein paar eigene Forschungsergebnisse Ihnen nochmal darstellen und am Schluss nochmal kurz das Problem Cyberhate ansprechen, zumal das jetzt mit den Attacken von Paris auch nochmal eine neue Brisanz gewonnen hat. Extremistische Kommunikation spielt hier ja eine entscheidende Rolle. Cyberbullying ist in Deutschland insbesondere auf Basis von bestimmten Fällen ja letztlich in die öffentliche Aufmerksamkeit gelangt und haben im Rahmen eines DFG-Projekts eben versucht, individuelle Faktoren, Klassenfaktoren und auch sozialstrukturelle Faktoren zu erheben. Das Besondere war eben, dass wir hier nicht nur die Individualprofile erhoben haben, sondern eben auch Freundschaftsnetzwerke und die Sozialstruktur. Das heißt, dass wir zum Beispiel Klassennetzwerke abbilden können. Also das ist jetzt ein empirisches Schulnetzwerk, das ist eine Schule aus unserer Studie, wo wir die Freundschaftsbeziehungen beispielsweise dieser Person untereinander abbilden können. Und wir können zum Beispiel dann auch Täter oder Täteropfer und Opfer identifizieren. Und ein Ergebnis, dass beispielsweise die Täter gut sozial integrierte Personen waren, beliebte Schüler. Es waren also nicht die Außenseiter, wie man das vorher zum Teil geglaubt hat, sondern das waren Personen, die letztlich ihre Struktur, ihre Position benutzt haben, um Einfluss auf andere auszuüben und letztlich auch ihre soziale Position zu stärken. Wenn man es zusammenfasst, ist es so, dass 33% unserer Befragten im letzten Jahr Cybermobbing-Erfahrung gemacht haben als Täter, Opfer oder eben auch als beides. Weil meistens ist es so, dass die Leute nicht einfach nur Täter oder Opfer sind, sondern es oft zu so Kaskaden kommt. Man wird Opfer und wird dann gegenüber anderen wieder zum Täter. Was wir als Cyberhate im Internet erleben, ist eben kein Bullying oder Mobbing, sondern das ist strategisch. Ja, ein Beispiel dafür ist diese Fremdenfeindlichkeit. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht. Also Pegida-Webseiten oder Europa gegen den Terror des Islamischen Staates. Wenn Sie da mal reingehen in die einzelnen Kommentare, wird es Ihnen durchaus schlecht. Und was wir schon gesehen haben, ist hier, dass die Kommentare hier zum Teil ja letztlich gedeckt sind. Also wir haben Sprachcodes, mit denen gearbeitet wird. Da wird dann genutzt Begriffe wie Germany oder Volksfahrräder statt Volksverräter, damit man eben nicht getrackt wird von Facebook. Also das wird eben auch ausgenutzt, dass man da versucht, nochmal so im Rahmen des Gesetzes zu bleiben. Und wir haben eigentlich schon jetzt gesehen, das ist ganz klar strategisch geplant. Also Akteure, die zusammenarbeiten, hier im Internet tätig sind und beispielsweise auch bei Spiegel oder auch bei anderen Medien in die Foren gehen. Ich habe nur zwei Problembereiche genannt. Es gibt, wie gesagt, noch mehr. Aber es ist eben nicht alles hoffnungslos. Und ich glaube, man muss hier kluge, intelligente Antworten geben. Gerade als Wissenschaftler sollten wir da nicht einstimmen in den Chor der Stimmen, die wir aktuell haben. Also man begegnet zum Beispiel Extremismus nicht mit weiterem Extremismus, weil das führt genau zu dem, was Extremisten wollen, nämlich so eine Art Demixing der Gesellschaft, wo die extremen Gruppen auseinander dividieren. Wir müssten eigentlich eher die Mitte stärken. Das können wir beispielsweise dadurch machen, dass wir technische Kompetenzen erhöhen, und zwar nicht bei den Schülern, sondern bei den Lehrern und den Eltern. Das ist das viel größere Problem. Ja, und was wir, glaube ich, auch brauchen, ist mehr Forschung zu den Ursachen, Nutzungsmustern und Auswirkungen. Also das ist, wo wir Wissenschaftler uns, glaube ich, auch ein bisschen an die eigene Nase packen müssen, dass wir diese Forschungslücken hier schließen. Im Rahmen dieser Ausdifferenzierung hat man dann ausdifferenziert in Bezug auf diesen Begriff der Digital Divide oder digitalen Kluft, wie es so schön im Deutschen hieß, digitale Spaltung. Dann gab es so etwas wie ein Access Rainbow oder aber auch die Digital Distinction, digitale Exklusion bis hin zur digitalen Inklusion, also eine andere Bewegung des Ganzen. Man hat versucht, so ein bisschen wegzukommen von dem Binären, was ich aber jetzt trotzdem für meine Rahmung noch etwas weitergreifen werde. Diese Möglichkeit der Differenzierung, die ist uns in diesem Bereich, diese
Frage von Online-Sein nicht gegeben. Ja, also hier ist tatsächlich diese Möglichkeit des Nachdenkens über Nichtnutzung erst einmal nicht vertreten. Auch wieder aus einer etwas anderen Studie nochmal erstmal der Verweis darauf, dass es die Hinweise gab, dass sich tatsächlich klassische Muster der Wissenskluft, das kennen wir aus der kommunikationswissenschaftlichen Forschung, durchaus hier fortsetzen. Also dass natürlich, dass diejenigen, die nutzen, vielleicht auch also die bestimmte soziodemografische Hintergründe oder sozioökonomische Hintergründe haben, sie besser nutzen können als andere. Ja, also dass es da diese Frage der Nutzungsmuster sich auch tatsächlich in Übersetzungsmuster sozusagen resultiert und man davon sprechen könnte, dass es von einer Wissens- zu einer Nutzungskluft kommt. Normalisierung heißt aber auch, Entschuldigung, hier diese Frage dessen, dass die Internetverbreitung momentan nicht mehr zunimmt. Die Frage ist, ob wir auch eine Stabilisierung von dem haben, was dann tatsächlich online passiert. Ja? Also hier größere Unterscheidungen. Was aber durchaus sich doch noch unterscheidet, und damit komme ich auf diese Frage der mobilen Medien, ist, dass es eine Zunahme gibt in dieser Internetnutzung unterwegs. Mobilität als ein wichtiges Element, was bis jetzt noch gar nicht betrachtet wird oder nur in ansatzweise in diesen kurzen Snippets aus diesen Mediaperspektiven, aus dieser Forschung von der ARD-ZDF-Online-Studie, dass Mobilität doch ein ganz wichtiges Element auch in Bezug auf diese Nutzung ist. Ich möchte also diese zwei Tendenzen, die eigentlich auch widersprüchlich sind, also einerseits zu sagen, man sollte eigentlich nochmal genauer hingucken auf diese Frage dessen, was wird dort gemacht und mit welchen anderen Verknüpfungen wird es gemacht, also ein sehr viel fokussierteres und das wiederum auch mit dem verknüpft, mit dem doch weiter wegzugehen und nochmal größer aufzumachen, soziale Kontexte mit zu betrachten, um überhaupt zu verstehen, welche Kommunikationsmuster sich hier abbilden. Wenn dieses Kommunikationsbedürfnis als ein Grundbedürfnis angesehen wird, dann muss man sich natürlich fragen, was steckt da alles noch mit dahinter? Und ist es tatsächlich etwas, was vielleicht auch soziale Inklusion mit bedingen kann? Gleichzeitig, und das ist vielleicht das, wo es dann etwas problematisch wird, also man kann sehen, es gibt diese Betonung, es gibt diese Wertschätzung des Ganzen, der ja teilweise dann auch noch heißt, man muss sich sehr viel mehr bemühen, auch online zu gehen, weil natürlich weder die Handys unbedingt verbreitet sind, noch zumindest die Steckdosen oder ähnliches mehr. Also dieser Zugang ist ein sehr viel schwieriger und dennoch wird er wertgeschätzt und wird auch genutzt. Ja. Was hier aber auch schon angedeutet wird, ist nämlich genau die Problematik, diesen, was ich gesagt hatte, dass das, was sich ähnelt, also es wird genutzt, um Alltag zu organisieren und tatsächlich auch um Kontakte aufrechtzuerhalten und ähnliches mehr, heißt das auch so etwas wie Street-Based Social Network Ties nochmal gestärkt werden. Und Street-Based Social Networks Ties, das heißt auch, dass natürlich das Geld verdienen, dass die normalen Nutzungsmuster, die Alltagsmuster, die sich außerhalb dieser Informations- und Kommunikationstechnologien finden, auch in diesen Mustern sich hier wiederfinden. Und das hat Claire Boer in einer Studie mal beschrieben als Digital Inclusion without Social Inclusion. Nämlich die Faktizität dessen, dass wir auch akzeptieren müssen, dass das zumindest für diese sehr spezifische Bevölkerungsgruppe auch heißt, dass weiterhin auch kriminelle Vorgänge zum Beispiel organisiert werden, dass Drogen auch durch und mithilfe dieser Medien organisiert werden und anderes mehr. Also dass sie versucht, diese Obdachlosigkeit als eine Art von Subkultur zu begreifen, die sich dann teilweise natürlich auch besser replizieren kann, weil sie im Prinzip das machen, was wir auch machen, ihren Alltag in diesen Medien organisieren.